Hallo, ich bin Alex und heute schauen wir uns mal wieder eine Frauentauschfolge mit einer wirklich liebevollen Kandidatin an. Also kann man jetzt das Dreck aus mir reinkriegen. Es stinkt hier und ja. Außerdem gibt es auch noch wundervolle Musik. Ein paar Kerle finden sich, ich sehe gut aus. Ja, das finde ich. Ja, ich will Party, denn es ist Samstag. Und ganz liebe Komplimente. Hallo liebe Tauschnummer, willkommen in unserer großen, verrückten Chaosfamilie. Du Dreckschlampe, so siehst du schon aus. Ja, all das und noch einiges mehr gibt's wie gesagt in dieser wundervollen Frauentauschfolge und deswegen freue ich mich jetzt auch schon sehr aufs Kommentieren, Parodieren und Analysieren. Wie immer gilt, fast alle aktuellen Frauentauschfolgen kannst du dir natürlich jederzeit auf RTL Plus angucken. Das lohnt sich immer, da mal vorbeizuschauen. Dann können wir uns natürlich auch direkt die erste Tauschmama mal ein bisschen näher betrachten. Und bei deren Intelligenzquotient würde es mich ehrlich gesagt wundern, wenn der überhaupt zweistellig wäre. In Berlin bei Familie Breitenstein dreht sich die Welt um die großspurigen Karrierepläne von Partymama Sabine 51. Ja, und wir hatten ja bei Frauentausch eigentlich schon alles. Ich erinnere mich an eine Mama, die unbedingt Autorin werden wollte. Dann hatten wir mal eine, die in der Soap wie bei GZSZ mitspielen wollte. Und Sabine setzt da noch einen drauf. Leider auf die negative Art und Weise. Sie glaubt fest an ihr Talent zum Schlagerstar und hofft auf den späten, dafür umso größeren Durchbruch im Gesangsbusiness. Yay, Schlagerstar! Das heißt, wir werden sie auf jeden Fall auch noch singen hören und ich habe jetzt schon gar keinen Bock drauf. Aber egal, wir gucken uns natürlich erstmal ihre Wohnung an. Und da merkt man, dass Sabine, wie so viele andere Frauentauschkandidatinnen, auch eine geheime Superkraft hat, nämlich eine wirklich unangenehme Stimme. Das ist hier unsere Essecke, hier halten wir uns auf zum Rauchen und hier spielt sich alles ab. Ja, gegessen wird hier weniger. Uff, krass, dass die mit der Stimme tatsächlich singen möchte. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass sie damit vielleicht in der Palliativmedizin ganz gute Dienste machen könnte. Aber egal, sie darf uns natürlich trotzdem noch die anderen Höhepunkte der Wohnung zeigen. Und da merkt man schon, dass in diesem Haushalt einiges etwas besonders funktioniert. Das ist unser Kühlschrank und da ist das Wichtigste drin, alkoholische Getränke, weil wir machen immer sehr viel Party. Also zum einen finde ich das mit den alkoholischen Getränken ziemlich traurig, aber was ich mich auch noch gefragt habe, warum ist da Nagellack im Kühlschrank? Was zum Teufel ist diese leicht nach Urin aussehende Flüssigkeit in dem Senfglas? Und, auch wenn ich schon davon gehört habe, wer tut denn bitte so viel Brot in den Kühlschrank? Gott, manchmal hat man sich wirklich das Gefühl, dass man sich bei solchen Videos mit der Dummheit der Kandidaten wirklich anstecken kann, oder? Naja, das kann natürlich glücklicherweise zwar eigentlich nicht passieren, aber auch im Internet sollte man sich natürlich trotzdem schützen. Am besten mit einem besonders sicheren VPN, so wie der von meinem langjährigen Partner CyberGhost VPN, der so ganz nebenbei auch heute wieder das Video gesponsert hat. Der verbirgt nämlich eure IP-Adresse und lenkt alle Daten durch einen sicheren VPN-Tunnel. Noch cooler ist das Ganze aber für TV-Fans wie uns, denn mit CyberGhost kann man auch Geoblocks umgehen und Serien bei über 40 Streaming-Diensten sehen. In Deutschland kann man damit dann zum Beispiel sogar die Formel 1 gucken, über den österreichischen Sender ORF, der Deutsche ohne VPN sonst einfach rausschmeißt. Oder zum Beispiel alle möglichen Frauentauschfolgen auch aus dem Ausland bei RTL Plus gucken. Daher hat CyberGhost VPN auch völlig zu Recht über 38 Millionen zufrieden Kunden und ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Dazu gibt es einen 24/7-Support und eure Daten sind so sicher, dass nicht mal CyberGhost VPN so ganz genau weiß, was ihr da eigentlich so anstellt. Zudem gibt CyberGhost VPN dann auch noch auf allen gängigen Plattformen und ein Account funktioniert für bis zu 7 Geräte. Das können dann also auch eure Freunde oder Familie mitbenutzen. Wenn auch du jetzt deine Daten sichern willst, und das solltest du ehrlich gesagt, dann gibt es natürlich auch heute wieder ein tolles Angebot mit 84% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und das Ganze gibt es für 2,03 Euro im Monat. Und außerdem gibt es auch noch 4 extra Monate gratis. Außerdem gibt es dann auch noch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das Ganze ist also definitiv sicherer, als Nagellack im Kühlschrank aufzubewahren. Und passenderweise können wir damit auch zurück zu unserer wundervollen Wohnung kommen. Und die Inneneinrichtung ist wirklich herausragend. Das ist hier mein Wohnzimmer. Ich dekoriere hier gerne und gucke ab und zu Fernsehen. Und wichtig ist die Gemütlichkeit vor allen Dingen. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn man abends die kaputte Kerze anzündet und dann die tote Pflanze anschaut, dann empfindet man definitiv Gemütlichkeit. Und wenn man dann mal auf Klo muss, dann hat man bei Sabine auch ganz viel Glück. Denn was Widerlicheres habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist hier unsere beschissene Toilette. Den Deckel habe ich beklebt, weil da kriegt sonst immer eine Kotzen. Deshalb habe ich den beklebt. Wundervoll. Also man merkt schon, Sauberkeit spielt bei ihr eine große Rolle.
insbesondere übrigens auch in ihrem Schlafzimmer. Und das ist sogar so gemütlich, dass sie sich nicht mehr reintraut. Das ist hier mein damaliges Schlafzimmer, das ist voller Schimmel. Und da schlafe ich schon seit 10 Jahren nicht. Und das Zutritt verboten. Ah, okay. Naja, vielleicht erklärt das ja das viele Brot. Damit wird dann vielleicht abends immer der Schimmel gefüttert. Aber wie auch immer. Du, ich habe mal eine kleine Frage an dich. Und ich meine das jetzt gar nicht böse, ne? Aber das ist schon ein bisschen schmutzig. Willst du nicht mal sauber machen? Putzen tue ich nicht jeden Tag, weil ich keinen Bock habe. Ich will Spaß haben am Leben. Ich bin so, das zeichnet mich aus. Spaß haben, Party machen und nicht jeden Tag putzen und so. Da habe ich keinen Bock zu. Ach so, das zeichnet sie aus. Ja, ja, ganz bestimmt. Insbesondere die kaputte Kerze. Aber wie auch immer. Sie hatte übrigens auch noch eine erwachsene Tochter. Und da merkt man auch, die Mutter-Tochter-Beziehung ist super. Die kümmert sich mehr um den Hund und betüdelt den 24 Stunden lang. Er darf sogar auf ihrem Kopfkissen schlafen. Ja, die kümmert sich mehr um den Hund als wie um mich. Toll. Also zum einen finde ich super, dass bei Julia einfach Gelegenheitsschülerin in der Banderole stand. Da weiß man ja auch schon ungefähr, woran man ist. Aber zum anderen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Sabine sich jetzt wirklich mehr um den Hund kümmert. Das wäre ja richtig böse. Ich hab Hunger. Das interessiert mich jetzt gar nicht. Mach dir das alleine. Dann mach ich mir halt mal selber was zu essen. Ja, ist so besser so, weil du bist ja kein kleines Kind mehr. Genau, denn Sabine behandelt ihre Tochter nicht etwa scheiße, weil sie sie nicht liebt oder ihr der Hund lieber ist oder der Schimmel, sondern weil sie der Meinung ist, dass Julia endlich selbstständig werden muss. Und ich bin mir wirklich zu 100% sicher, das meint sie auch ernst. Blinzel, blinzel. Julia ist 20, sie hat zwei Hände. Cora kann sich keine Stulle schmieren oder sich eine Dose Hundefutter aufmachen. Also da muss ich ja Cora behilflich sein, das ist ja normal. Jeder, der normal denken kann, weiß Bescheid. Ja, stimmt. Hunde können sich keine Butterbrote machen. Da kann ich ausnahmsweise auch mal nicht widersprechen. Naja, egal. Nach dieser doch relativ traumatisierenden Führung durch die Wohnung von Sabine gucken wir uns natürlich auch nochmal die andere Tauschfamilie an, bei der insbesondere die erwachsenen Söhne so aussehen, als hätten sie richtig Bock, bei RTL 2 im Fernsehen zu sehen zu sein. Mama Angelika lebt glücklich nach dem Motto, geben ist seliger denn nehmen. Ehemann Willi, 53 und Frührentner, ist ein waschechter Ostfriese. Okay, klingt doch, wie ich finde, eigentlich erstmal nach einer ganz sympathischen Familie, die aber offenkundig sehr wenig Geld hat. Und das merkt man dann auch beim Kochen. Gibt Nudeln mit Soße. Und warum gibt's da Pizzanudeln? Ach, da mal eine Soße von. Wir haben ja kein Geld mehr. Und irgendwie müssen wir ja über Runden kommen. Euch wird das schon schmecken. Nee. Wir haben aber nur noch weißen Soßenbänder und da ist auch nichts mehr drin. Jetzt Monatsende können wir nichts nachholen. Vielleicht haben wir Glück und Montag bei der Tafel gibt's noch einen. Ah, okay. Also diese Großfamilie ist offenkundig auf die Tafel angewiesen. Und an dieser Stelle muss ich mal eine Sache sagen, die eigentlich nicht in so eine Folge gehört und eine eher politische Nachricht ist, aber warum zum Teufel gibt es in Deutschland eigentlich auch 2023 noch immer viele Familien, die auf eine Leistung angewiesen ist, die nicht mal vom Staat kommt? Ich finde, das ist eine ziemliche Frechheit. Aber na gut, was sagt denn Angelika eigentlich dazu? Also die Tafel ist für uns ein Segen, wirklich. Also wenn wir die Tafel nicht noch zusätzlich hätten, wüsste ich manchmal schon Monatsmitte nicht mehr, womit ich die Kinder satt machen sollte. Deshalb bin ich echt froh, dass ich da hingehe. Ich stehe da auch zu, klar, warum auch nicht. Das finde ich ist doch aber eine gute Einstellung. Und am Ende steht natürlich dann doch leckeres Essen auf dem Tisch. Und irgendwie habe ich an dieser Stelle leichte Wollny-Wipes bekommen. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Oh, und übrigens an dieser Stelle mal, ich habe mich auch schon häufiger mal gefragt, ob ich mal ein Video zu den Wollnys auf meinem Kanal machen sollte. Würdet ihr das eigentlich angucken, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Cheyenne, Kim, Joel, Patrick, Essen. Ich lache. Komm, lass die Cheyenne immer auftun. Das gemeinsame Essen ist dann übrigens etwas, das Angelika sehr, sehr wichtig ist. Und auch da würde ich ihr eigentlich durchaus zustimmen. Ich habe das mit meinen Eltern früher eigentlich auch immer ganz cool gefunden. Wenn hier jeder sein eigenes Ding machen würde und jeder denken würde, pf, ich mach, was ich will, dann wären wir keine Familie mehr, dann wäre es einfach eine WG. Und ich meine, irgendwo braucht man Rituale und auch feste Regeln einfach. Feste Regeln, die gibt es bei Sabine eher nicht. Die macht sich lieber um ihre Karriere Gedanken, denn sie ist jetzt 51. Da sollte sie vielleicht mit dem Arbeiten langsam mal anfangen, wegen der Rente und so. Also ich möchte Schlagersängerin werden, so am Ballermann mit Partymusik, weil die Leute, die kann ich motivieren, die reiß ich mit der Musik. Ah ja, naja, und du hast ja auch diese wundervolle engelsgleiche Stimme, dann sing uns doch mal was. Und dir wünsche ich jetzt viel Spaß. Ich muss mal dringend den örtlichen Obsthändler anrufen, ob die noch Bananen haben. Heute kommt keiner davon, oh ho, Sabine, das, ach, das hört sich doch gut an. Ist vorbei? Ja, aber nee, war wirklich super. Also ich habe das sehr gefühlt und ich habe jetzt auch richtig Bock auf Party. Sabines Tochter Julia übrigens auch mindestens genauso toll. Düsseldorfer Ole, was machst du hier? Köln, okay.
jetzt die ganze Nation. Kannst du mal aufhören, bitte? Düsseldorf. Kannst du mal bitte aufhören? Ich bin gerade aufgestanden. Du, Sabine, jetzt aber mal ganz unter uns, ne? Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich dir das sagen soll, aber du singst echt scheiße und solltest damit aufhören. Ich habe Talent, bin selber von mir überzeugt, weil ich singe auf der Straße, die Leute lächeln mich an. Ja, aber weißt du, ich glaube, es lächeln dich immer nur die an, die dir entgegenkommen, weil die gehen dann ja in eine andere Richtung als du. Aber ach, whatever, ist ja auch egal. Dann ist es jedenfalls auch soweit und der Frauentausch kann beginnen. Und auch da merkt man wieder, wen Sabine in ihrer Familie am liebsten hat. Ja, meine Kleine. Oh, Pussy, sag mal, Mama, schieß Pussy. Ja. Ich glaube nicht mal, der arme Hund hat Bock auf sie, oder? Naja, aber der Rest der Familie wird natürlich auch noch verabschiedet. Stilecht im Wegfahren und ohne Berührung. Erstmal geht's dann zum Bahnhof und da erfährt Sabine dann auch, wo ihr Ziel eigentlich liegt. Zum Glück ist sie ein echtes Geografie-Ass. Nach Bremen. So weit hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre hier im Osten oder so. Bremen ist Nordrhein-Westfalen, ist eine Stadt, das ist schon mal ganz gut. Ja, genau. Bremen liegt ganz südlich in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, nämlich Hamburg. Whatever. Vielleicht gefällt Sabine ja immerhin in ihrer neuen Gegend, denn sie kommt eher aus so einer Plattenbaugegend und da ist ja eigentlich alles ein Update. Also ich finde die Gegend erstmal zum Kotzen. Das sieht scheiße aus irgendwie. Also wo ich wohne, zwar große Häuser, aber es ist halt sehr schön. Boah, ganz ehrlich, ne? Das ist wieder so eine Folge, die ist mir einfach zu negativ. Aber zum Glück haben wir ja noch Angelika und die ist in der Zwischenzeit auch schon bei Sabines Haus angekommen. Und die war doch bisher immer so lieb und positiv, dann wird sie doch bestimmt auch gefallen. Boah, genau das, was ich mir nicht vorgestellt habe. Hochhäuser ohne Ende, ghetto-mäßig, absolut daneben. Nee. Ach so, naja, okay. Dann können wir ja auch einfach wieder zu Sabine schalten und die trifft dann auch schon auf ihre erste Tauschbotschaft. Und da steht, ich sag sicherheitshalber schon mal, willkommen in unserem durchgeknallten Chaos. Da steht dran, willkommen in der durchgeknallten KK oder wie es ich mal, ist mir halt jetzt unwichtig. Der Durchgeknallte spricht mich halt an. Mhm, im durchgeknallten KK also. Naja, und dann schaut Sabine sich das auch alles mal ganz genau an. Aber dieses KK, das bleibt irgendwie ihr Thema. Scheiße. Erstmal stimmt das hier? Oh, dann wohnen hier bestimmt ganz viele. Schuhe aus. Ja, und? Haben die Hausschuhe für mich? Nee, haben sie nicht. Hausschuhe für mich. Also lasse ich meine Schuhe an. Fremde Schuhe zieh ich nicht an, krieg naja Fußpilz, so wie das hier stinkt. Wisst ihr, was ich finde? Sabines sprachliche Fähigkeiten sind so großartig, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie könnte die Mutter von Nadine Erdbeerkäse sein, oder? Aber whatever, sie guckt sich die Wohnung natürlich weiter an und findet sie auch weiter ziemlich scheiße. Ich bin ja auch ein unordentlicher Mensch und ein gewisser Staub ist gesund. Ja, aber das ist mir hier zu staubig. Ich bin nicht als Putzer gekommen, bin hier als Party gekommen. Genau, Staub ist gesund und sie ist als Party gekommen. Oh Leute, ganz ehrlich, ne, ich möchte schon wieder sterben und mir das nicht weiter angucken. Aber wir gucken es uns natürlich trotzdem weiter an, denn jetzt schaut sich Sabine die Küche an und wir erinnern uns mal, wie kacke ihre aussah. Trotzdem beschwert sie sich die ganze Zeit. Total scheiße Dreck, da sind Spinnengewebe, das ist voll eklig. Wo man kocht, ist die allergrößte Scheiße und fettig ist das auch hier. Ich sage dir, wenn das so eine Schrulle ist, so eine verdreckte Sau, die bei mir zu Hause ist, dann gibt das Stress. Alter, Sabine, du kennst die Leute doch noch gar nicht. Fahr doch mal bitte ein bisschen runter und schau dir auch noch den Rest an. Guck mal, die haben auch ein schönes Hobby. Die gehen nämlich angeln und da steht sogar Petri Heil. Oder was auch immer Sabine schon wieder daraus macht. Petri Heil oder Hai? Weiß ich nicht, was das heißen soll. Ey, Sabine, wir finden jetzt aber definitiv noch irgendwas, was dir gefällt. Hier, wie wär's denn mit dem Gästezimmer, in dem du schlafen sollst? Schau mal, sogar das Bett ist ganz frisch bezogen. Nee, das riecht, sieht zwar sauber aus, aber das ist schon benutzt. Sieht so aus, dass es benutzt ist. Gott sei Dank, dass ich meine eigene Bettwäsche eingesteckt habe. Ja, okay, wenn du da nicht schlafen willst, kein Problem. Dann gehst du halt nach oben auf den Dachboden. Da ist nämlich noch ein Gästebett. Und es gibt sogar ein paar tierische Freunde. Vielleicht hast du ja mit denen dann Spaß. Da steht ja oder so eine Scheiße. Nein, was ist, wenn mich so ein Tier beißt? Denn schlafe ich hier nicht. Hier sind Tiere. Das ist die allerletzte Scheiße hier. Ich schlafe hier nicht, weil ich habe einfach Angst. Weil Ratten sind Krankheitserreger. Mäuse auch, wo Mäuse sind, sind Ratten. Werde ich nicht schlafen.
Staub ist gesund und wo Mäuse sind, sind Ratten. Es ist echt spannend. Ich lerne in dieser Folge wirklich noch eine ganze Menge dazu. Aber Sabine ist denn jetzt erstmal mit dem Durchgehen fertig und fällt noch ein sehr positives Gesamturteil. Also ich habe mir jetzt das asoziale Dreckhaus mehr angekickt. Es stinkt hier und ich finde das halt als scheiße. Wie scheiße sie das Ganze dann findet, merkt man auch, als sie dann noch die Tauschbotschaft von Angelika bekommt. Und Sabine ist wirklich richtig eklig unsympathisch, oder? Hallo liebe Tauschnummer, willkommen in unserer großen, verrückten Chaosfamilie. Du Dreckschlampe. So siehst du schon aus. Ey Sabine, nochmal, ne? Du kennst die Leute doch gar nicht. Was ist denn jetzt dein Problem? Die haben halt nicht so viel Geld. Und ja, es ist teilweise wirklich ein bisschen unaufgeräumt und das könnte man besser machen. Aber bei dir sieht's doch noch viel schlimmer aus. Also fahr jetzt gefälligst runter, sonst... Ja, ich bin wütend. Ich verstehe das nicht, dass man hier in so einen Dreck hausen kann. Weil ich bin was Besseres gewohnt. Und das werde ich denen hier auch klar und deutlich sagen. Und ich denke, die sehen bestimmt genauso aus, wie das hier aussieht. Warte doch einfach mal ab, Sabine. Denn so ein erstes Kennenlernen, das kann ja manchmal auch dafür sorgen, dass sich etwaige Vorurteile ganz schnell in Luft auflösen. Oder halt auch nicht. Willi? Hallo. Der Hausherr hier. Wer bist du? Der Willi, der Hausherr. Der Hausherr, okay. Ich bin die Sabine, bin die neue Hausherrin. Okay. Also wo ich die erstmal gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, oh Gott, eine Vogelscheuche. Ach, ich glaube, dieser Frauentausch wird wirklich wundervoll, oder? Aber Sabine wäre nicht Sabine, wenn sie nicht wenigstens offen ansprechen würde, was sie stört. Also in ihrem Falle absolut alles. Es ist sehr viel Dreck, Staub. Ich finde nicht, dass es hier dreckig ist, ganz und gar nicht. Klar, ein bisschen Chaos, aber es bleibt bei einer Großfamilie auch nicht aus. Also ich finde es zugegebenermaßen bei der Familie jetzt schon auch wirklich ein bisschen unaufgeräumt und schmutzig, aber jetzt auch nicht so schlimm. Aber Sabine jedenfalls ist entsetzt und sie möchte auch nicht da schlafen, wo sie schlafen soll. Also ich möchte auf jeden Fall, wenn ich hier schlafe, nicht alleine schlafen, weil ich bin ein Schisser, ich habe Angst. Da merkt man dann aber, dass Angelikas Familie durchaus bemüht ist, den Aufenthalt von Sabine so angenehm wie möglich zu machen. Und es ist schon ein bisschen peinlich, wenn eine 9-Jährige weniger Angst hat als eine 51-Jährige. Ich kann auch ruhig die erste Nacht hier unten schlafen bei dir im Zimmer. Okay, dann probieren wir das mal. Freue ich mich. Dankeschön, ja. Auch Angelika ist übrigens in der Zwischenzeit angekommen und muss sich dann den doch sehr wilden Fragen von Julia und ihrer besten Freundin, die übrigens auch die ganze Zeit in der Folge ist, warum auch immer, stellen. Und da wartet man dann auch nicht irgendwie unnötig auf Antworten ab. Man stellt einfach weiter Fragen. Woher kommst du denn? Aus Bremen. Und was machst du so? Was sind deine Hobbys? Wie lebt ihr? In einer Wohnung oder in einem Haus? Und was machst du so für Sport? Habt ihr Haustiere? Irgendwann darf Angelika dann tatsächlich auch mal was sagen. Und ich glaube, die findet die Wohnung von Sabine gar nicht so blöd. Aber es gibt da doch eine Sache, die stört sie ein bisschen. Hast du irgendwelche Fragen an uns? Also mit der Couch, da ist halt das Problem, wenn da so eine harte Abschlusskante ist, kann ich da nicht drin schlafen. Und da würde ich dich fragen wollen, ob wir die Betten eventuell tauschen könnten. In meinem Bett? Ich lasse es dir auch heile. Da darf niemand drin schlafen. Noch nicht mal ich. Da hat doch jetzt niemand, da hatte ich noch nicht mal Sex drin. Es ist heilig, das Bett, es ist jungfräulich. Danke für diese wundervolle Vorstellung, Julia. Deswegen schläft Angelika am Ende dann auch tatsächlich auf der Couch. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie sie gedacht hätte. Weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich liegen sollte, das tat echt voll weh. Ich habe vielleicht 2 Stunden geschlafen, wenn überhaupt. Oh, ich bin total durch. Och Menno. Aber dafür bin ich mir sicher, dass Sabine besser geschlafen hat, denn die hat ja sogar die 9-jährige Beschützerin und kann dann nicht von Rattenmäusen angegriffen werden. Aber auch bei ihr war es irgendwie nicht so großartig. Ein Albtraum hier für mich. Ich hab hier mit dir geschlafen heute Nacht. Die Räusche bin ich wach geworden. Das ist, weil ich Angst hatte hier. Wegen die Ratten. Angelika hat dann übrigens wirklich so schlecht geschlafen, dass sie Julia jetzt doch nochmal um eine Lösung bittet. Und Julia hat interessanterweise auch eine Idee, die so schräg ist, ich glaube, darauf wäre auch kein anderer gekommen. Was hältst du denn davon, wenn wir im Hotel anrufen und da halt mal fragen, ob wir uns vielleicht dafür die paar Tage jetzt hier noch eine Matratze ausleihen können? Hä? Geht man nicht, wenn, dann lieber einfach ins Hotel, weil das wird doch sowieso von RTL 2 gezahlt. Und wie zum Teufel kommt man dann auf die Idee, da anzurufen, ob ein Hotel eine Matratze über hat? Wieso sollte ein Hotel eine Matratze über haben? Julia, was ist das für eine Scheißidee? Ich bin sowieso immer sehr ideenreich. Ja. Wie auch immer, Angelika ruft dann aber tatsächlich bei einem Hotel an und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das von RTL 2 gestaged ist oder nicht, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht mal den Eindruck. Und mich hat sehr überrascht, was dann passiert ist. Ich wollte mal fragen, ob ihr eventuell irgendwie im Keller eine Matratze habt, die ihr uns leihen könnt. So eine Anfrage wirklich noch nie gehabt. Nee, darum sag ich ja, extrem ungewöhnlich. Eine Matratze, ja, ich denke schon, lässt sich einrichten, ja.
Oh, das ist echt cool, geil. Ja, und dann gehen die beiden tatsächlich zu Fuß zu irgendeinem Hotel, holen sich dann eine Matratze ab, schleppen das Ding ebenfalls zu Fuß durch die halbe Stadt und bringen es dann in die Wohnung. Und wirklich, ne, also an dieser Stelle wüsste ich so gerne, ob RTL 2 sich das komplett alleine ausgedacht hat oder ob das wirklich passiert ist. So, ich leg die da erst drauf und dann schieben wir sie da in die Ritze rein. Nichts kaputt machen, warte, pass auf die Lampe. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Auch Sabine ist übrigens in der Zwischenzeit nach 3 Stunden Wartezeit im Bett dann tatsächlich mal aufgestanden und wollte den Kindern ein richtig leckeres Frühstück machen. Denn, wie wir alle wissen, Zucker ist gesund. Insbesondere, wenn er in einer braunen Flüssigkeit ist. Bitte schön. Du wolltest jetzt einen Kakao haben. Hm? Probier doch mal. Der schmeckt ganz lecker. Hm? Ja, aber kein Problem, denn scheiß auf Frühstück. Morgens um 9 geht dann sowieso die dicke Partysause ab. Und das wäre dann so der Moment gewesen, wo ich als Tauschsohn, glaube ich, langsam den Teppichklopfer rausgeholt und geladen hätte. Ich habe geile Mucke jetzt da eingelegt und dann könnt ihr mal sehen, wie viel Spaß das macht, ja? Wir legen jetzt hier volle Pulle los, okay? Also rein an die Buletten. Yay, Putzen und Party am Vormittag am Wochenende. Was kann es für Kinder bitte Geileres geben? Stimmt, Sabines Stimme. Alice. Die Toastmüller ist ein bisschen durchgeknallt, das kann ich ruhig sagen. Und aber jeder muss so leben, wie er will. Ich finde es erstaunlich, dass Willi noch so positiv ist. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass Sabine ein gewisses Interesse an ihm zeigt. Denn, das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, Sabine hat von der Tauschmama Angelika die Aufgabe bekommen, Willi wieder ein bisschen zur Zweisamkeit zu motivieren. Und das macht Sabine natürlich wie immer mit der Brechstange. Sag mal, du kriegst ja nicht auf meinen Schenkel. Nö. Guck mal, sieht doch toll aus, oder? Nö. Na, guck doch mal hin. Ja, und? Findest du nicht schön, ne? Oder geil oder so? Ach, Frau Nasch, ist immer das Gleiche. Du, Sabine, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das sagen soll, ne? Aber ich glaube, nicht einmal 0,04% der männlichen Bevölkerung fanden das jetzt besonders geil. Und Willi erst recht nicht, denn, das wissen viele gar nicht, aber er ist ein echter Frauenschwarm. Quasi sowas wie Brad Pitt, wenn man ihn auf Wish bestellt und er dann nicht geliefert wird. Viele Frauen versuchen mich anzubaggern, aber ich tue da nicht drauf reagieren, weil ich liebe meine Frau und vergiss es. Ja, Willi, ich bin mir auch absolut sicher, es liegt nur daran. Naja, dann können wir ja nochmal gucken, was Angelika so macht. Die hat nämlich auch eine Aufgabe bekommen, die soll für Sabine einen Hit schreiben. Ja, und dann wurde die Folge endgültig ganz merkwürdig. Ich habe doch mal den versuchten Text für deine Mom zu schreiben. Magst du mir, dass ich mal irgendwie vorsinge, damit ich mir davon ein besseres Bild machen kann? Okay, und an dieser Stelle muss ich ja ehrlich sein. Ich habe in dieser Folge schon mehrmals gedacht und auch gesagt, dass Sabine die wahrscheinlich schlechteste Sängerin ist, die man sich nur vorstellen kann. Das war allerdings, bevor ich Angelika gehört habe. Alter Schwede. Ein paar Kerle finden sich, ich sehe gut aus. Ja, das finde ich. Ja, ich will Party, denn es ist Samstag, denn es ist Weekend und die Nacht ist noch jung. Ist gut. Ja, meinst du, dass das deiner Mom auch gefällt? Ja. Mhm, definitiv, die werden am Ballermann total abgehen und das wird auf jeden Fall auch bei DSDS noch richtig einschlagen. Vorher möchte Angelika aber nochmal die Gelegenheit nutzen, mit Julia über was ganz anderes zu sprechen. Denn Julia ist ja schon 20, geht nur manchmal zur Schule und verdient sogar kein eigenes Geld. So, aber was denkst du, was du machen könntest so? Ja, die Angelika, die fing dann an mit Arbeiten und dann dachte ich mir schon, boah, halt's Maul, lass mich in Ruhe. Hallo, Arbeiten, was ist das denn für eine Scheiße, hab ich gar keinen Bock drauf, da kann ich Julia gut verstehen, ganz ehrlich. Und so mal ganz nebenbei, ne, wenn Sabine wirklich die Mutter von Nadine Eppekäse ist, dann ist Julia ja ihre Schwester. Ich will meinen Spaß und ich über so einen Scheiß da, über so eine Pisse reden, da kann ich immer noch jetzt, mich immer noch wütend drüber. Angelika möchte das allerdings nicht durchgehen lassen, denn sie hat ja auch Großfamilie. Familienerfahrung. Naja, und mit der nächsten Aussage hat sie auch einfach recht. Wenn ich Julias Mama wäre, würde ich ihr ganz gepflegt in den Hintern treten. Also ich würde sie viel mehr treiben und zur Not auch sie zu den Jobs hinschleifen. Dann du gehst da jetzt rein, Kind, und sieh zu, du fragst da jetzt. Zurück zu Sabine. Und da ist mittlerweile sogar schon der zweite Abend in der Tauschfamilie. Und das ist, glaube ich, ein Samstag. Und da gibt es immer gemeinsames Brettspielen. An sich ein schönes Ritual. Sabine findet das aber so wie immer richtig scheiße. Ja, aber darauf hat gar keinen Bock. Also ist nicht mein Ding. Immerhin ist das ein Spieleabend der Familie und da machen alle damit. Ich habe keine kleinen Kinder. Ich gehe lieber Party machen. Ja, Na, da weißt du was? Leck mich doch am Arsch erstmal, ja? Das Spiel ist aus. Game over.
Ach ja, scheiß Monopoly aber auch, ne? Aber auch hier hat Sabine zum Glück wieder eine Idee. Weil normalerweise sagt man ja, ein Kompromiss besteht daraus, dass zum Beispiel die eine Seite Brett spielen will, die andere will Party. Und dann könnte man ja erst Brett spielen und dann Party machen. Oder man nimmt Sabines Vorschlag. Was hält denn ihr von Karaoke? Singen ist Party, Musik. Also ich finde das besser so, als wie so ein Scheiß hier. Karaoke mit Sabine. Alles klar. Spätestens an dieser Stelle verlange ich jetzt, dass du aus Schmerzensgeldgründen dringend meinen Kanal abonnierst. Und dann gucken und hören wir uns das jetzt einfach gemeinsam an, während wir ganz langsam dabei sterben. Nur die Müllabfuhr. Wundervoll, absolut wundervoll. Allerdings muss man fairerweise, finde ich, sagen, dass die Kleine das ganz gut gesungen hat. Danach ist Sabine aber nochmal mit einem Solo-Auftritt dran. Ich will das nicht mehr, Leute. Ganz ehrlich, ich will das alles nicht mehr. Verbotene Träume erleben. Ohne Fragen an dem Morgen danach. Am Ende darf dann die Tauschfamilie auch noch ein fachmännisches Urteil abgeben und ich glaube, die haben bei dieser Staffel DSDS heimlich zugeguckt, denn das Folgende hätte fast von Dieter Bohlen stammen können. Heute hat das für eine Gesangskarriere meiner Meinung nach nicht gereicht. Und ich kann damit leben, also ist mir egal, ob die sagen Scheiße oder nicht. Genau, und apropos Scheiße, es geht als nächstes um Angelikas Outfit. Ja, das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gemeiner, als ich es eigentlich sagen wollte, denn an dem möchte Julia gerne was ändern. Also ich würde dich gerne verändern, vom Äußerlichen her würde ich dich gerne umstylen. Also möchten wir mit dir nicht rausgehen. Ja, können wir mal ausprobieren. Ich bin ja noch keine 90. Cool, also ich finde es wirklich nett, dass sich Angelika auf so ziemlich alles einlässt. Und dann darf sie sich wirklich von Julia mal umstylen lassen. Das Ergebnis ist sehr interessant. Die Mädels haben mich voll verarscht. Also wenn die Mutter sich so schminkt, dann sollte Julia ihr dringendst raten, das bleiben zu lassen. Naja, wie man im nächsten Shot sehen wird, schminkt sich Sabine schon. Ein bisschen interessant vielleicht. Aber heute muss sie sich sowieso um ihr Make-up keine Gedanken machen, denn es geht um noch ein anderes Familienhobby. Ja, Angeln ist nicht meine Welt. Also damit habe ich mich noch nie beschäftigt mit so einem Scheiß. Ich esse zwar Fisch, aber nicht so. Mann, jetzt sei doch nicht schon wieder so negativ. Guck mal, Willi hat schon sein Equipment ausgepackt und dann könnt ihr jetzt cool nach unten zum Fluss gehen. Und gemeinsam angeln. Oder du beleidigst Willi einfach die ganze Zeit. Was hier so stinkt nach Fisch? Und bist du? Warum gehst du denn immer so schnell? Mir ist kalt. Am Ende kommt Sabine dann aber doch tatsächlich an und ist merkwürdig motiviert am Anfang. Nur ich glaube, das Ergebnis ist noch verbesserungswürdig. Zeig doch mal die Möpse! Wir wollen angeln und nicht die Fische vertreiben, Mädel. Sabine will aber nicht angeln. Und deswegen nutzt sie die Gelegenheit, um mit Willi nochmal über ihr Lieblingsthema zu sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht unfassbar schlecht Schlager zu singen, sondern Zweisamkeit. Deine Frau hat mir in der Videobotschaft gesagt, sie wünscht sich mehr Zweisamkeit. Das heißt mehr Sex, vielleicht mal einen schönen Porno rinziehen. Ich glaube nicht, dass meine Frau da das meint mit Zweisamkeit. Alter Sabine, ganz ehrlich, ich glaube, kein Mann auf diesem Planeten möchte sich freiwillig mit dir über Pornos unterhalten. Da kann ich Willi sogar ausnahmsweise mal richtig gut verstehen. Du bist einfach eine Schlaftablette. Ich bin nicht leid. Weißt du, ich mache und tue hier, dir irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber bei dir kommt ja nichts an. Hör ich mich nicht mehr an. Ich gehe lieber angeln. Dann sind wir auch schon im letzten Drittel des Frauentauschs angekommen. Und da gibt es ja immer noch ein besonderes Highlight, bei dem die Tauschmütter etwas an der Familie, in der sie getauscht wurden, verändern dürfen. Und normalerweise ist das immer eine Vollkatastrophe. Also heute ist Tag der Regeländerung. Um 8 aufstehen, allerspätestens. Und dann machen wir deine Bewerbung fertig. Da helfe ich dir bei. Wenn Julia nicht von der Mutter am Arsch getreten wird, dann muss das jemand anders machen. Sie muss einfach in die Richtung geschubst werden. Alleine, das bringt sie nicht, das packt sie nicht. Finde ich an sich ganz gut. Allerdings muss man sagen, dass Angelika mit dem Nächsten vielleicht minimal übertreibt. Auch wenn ich gleichzeitig der Meinung bin, dass es Julia eigentlich gut tun würde. Und dann möchte ich, dass du die absolut unterste Stufe des Lebens kennenlernst. Das heißt, abschminken, älteste Klamotten, die du finden kannst, anziehen. Nein! Julia reagiert aber auch immer so, als wäre sie ungefähr 4 Jahre alt, oder? Ich glaube, in der nächsten Szene sieht man das noch ein bisschen besser. Wobei, streng genommen muss ich mich korrigieren. Eigentlich eher wie eine Dreijährige. Erstmal habe ich gar keine alten Klamotten. Und wenn du jetzt sagst, ja, dann ziehst du welche von mir an, dann zeig ich dir den Stinkefinger. Hier, Angelika.
Niemals! Genau, Angelika, die übrigens einen noch krasseren Vorschlag hat, wie Julia auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden könnte. Das ist irgendwie immer so ein Frauentauschding, oder? Da werden immer alle zum Betteln genötigt. Dann suchst du dir irgendeinen alten Becher oder was und damit gehen wir dann an die Straße und du versuchst dir mal ein paar Euro zu erbetteln, damit du weißt, wie es ist, wenn man wirklich absolut ganz unten ist. Und das war dann auch der Punkt, wo bei Julia endgültig Schluss war. Und ich finde es übrigens lustig, dass sich Julia, glaube ich, wirklich für was Besseres hält, obwohl die auf der Intelligenzleiter, glaube ich, unten auch noch nicht mal die erste Sprosse geschafft hat. Wie kann sich jemand wie Angelika sowas rausnehmen, das über die Lippen zu bringen? Und das tönt dann in meine Ohren. Das ist eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit ist auch, dass Sabine natürlich ebenfalls Regeländerungen vorträgt, die auch ähnlich gut ankommen. Willi, Patrick und Joel, mir ist hier langweilig. Spieleabende kotzen mich an. Ich will gerne Party machen mit euch. Ist auch gut und schön. Du kannst eine Party machen. Ich bin für meine Kinder da. Die müssen um 9 ins Bett. Oder halte ich mich dran? Dann sage ich einfach mal dazu, dann bist du einfach ein alter Sack. Dann kannst du mich am Arsch lecken. Ja, das mit dem Arsch lecken, das machen wir aber erst später. Erst gibt's jetzt doch Party, denn die älteren Familiensöhne kommen zumindest mit. Und auch die flirtet Sabine dann ein bisschen an. Und ich weiß, natürlich ist es Frauentausch, es ist ganz, ganz viel gestellt. Aber das ist doch jetzt ganz ehrlich schon sexuelle Belästigung, oder? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, Mama, ja. Also wir sind vor ihr weggelaufen, weil sie uns versucht hat zu küssen, weil es einfach nur ekelhaft war. Schließlich haben sich die Söhne dann für das entschieden, was wahrscheinlich viele in ihrer Situation gemacht hätten. Sie haben sich einfach hemmungslos auf Kosten von RTL 2 betrunken. Und auch wenn ich wirklich kein Freund vom Alkohol bin, in dem Falle muss ich sagen, kann ich sie verstehen. So wie ich das sehe, kann man die Tauschmutter wirklich nur mit einem sehr hohen Alkoholpegel ertragen. Wir sind hierher gekommen, um Party zu machen. Ja, ich habe eine Regelveränderung gemacht und ihr wart damit einfach dran. Und ich möchte jetzt mal mit euch tanzen. Alter Sabine, jetzt wird's aber wirklich mega unangenehm. Kannst du mal bitte damit aufhören? Bin ich peinlich? Und die machen sich doch peinlich, die sind voller Hemmungen. Ja, und dann wollte Sabine nochmal beweisen, dass sie wirklich nicht peinlich ist. Und vor den nächsten Szenen möchte ich jetzt ausdrücklich warnen. Solltest du heute noch was essen, solltest du heute schon was gegessen haben oder solltest du das Wort Essen jetzt auch nur in deinem Kopf kurz vor Augen gehabt haben, dann weiß ich nicht, ob du die nächsten 30 Sekunden gucken solltest. Aber hier ist Sabine, die nochmal versucht, Willi zur Zweisamkeit zu überreden. Komm doch erstmal her, Willi. Der arme Willi. Und dann muss er tatsächlich sich zu Sabine setzen, die ihm dann auch immer näher und näher kommt. Aber er hat irgendwie nach wie vor immer noch keinen Bock drauf, ihr mal seine Angel zu zeigen. Das kann doch nicht angehen, dass du jetzt hier mit mir anbaggern, bei mir anbaggern willst. Probieren kann man es doch. Wenn du Kontakt suchst, ne? Ich habe Steckdosen, da kannst du reinlangen, da kriegst du Kontakt. Eine Sache muss man Sabine aber lassen, sie gibt nicht so schnell auf. Ganz, ganz großes Leider. Und was sagst du denn zu meinem Outfit, Willilein? Furchtbar. Warum, sie sieht ja sexy aus. Ja, mein Geschmack ist es aber nicht. Ja, gut, ich sah sie nicht aus. Wie so eine Bordsteinschwalbe oder wie sie die schimpfen da. Naja, und dann muss man sagen, dass Sabine sich wahrscheinlich gedacht hat, naja, wenn ich die Söhne schon sexuell belästigt habe, dann kann ich das doch beim Familienpapa auch machen. Und dann ist ihre Hand langsam in Richtung seines Schrittes gewandert. Was findest du sexy? Das nicht, das macht mir gar nicht an. Ich denke mir, vielleicht auch noch nie die Erfahrung gehabt, richtig zu poppen oder so. Auch das möchte ich mir an dieser Stelle definitiv nicht vorstellen. Und dann war relativ spontan tatsächlich der Frauentausch auch schon vorbei. Und ich hatte sogar ein bisschen den Eindruck, dass Sabine ehrlich traurig war. Alle anderen eher nicht so. Ich bin sehr glücklich, dass die im Auto sitzt und abfährt und eine Abfuhr kriegt nach Berlin, wo sie hingehört. Also, und ich warte sehnsüchtig, dass meine Frau wiederkommt. Bevor die allerdings zurückkommen konnte, durfte auch sie noch letzte Worte an Julia richten. Hoffen wir, dass es gefruchtet hat, sonst ist Julia wahrscheinlich heute immer noch Gelegenheitsschülerin. Lass dir meine Wörter durch den Kopf gehen, okay? Und sei nicht so zickig. Grüßchen. Tschüssi. Ciao. Komm gut an. Okay, ein echtes Highlight wartet aber noch auf uns, nämlich das wunderschöne Aufeinandertreffen der Tauschmütter. Und da hat Sabine gleich mal richtig ausgeholt. Was bei dir da abgeht, das ist richtig scheiße. Das ist Familie. Das ist richtig was Familie. Ist das? Das ist Familie, wie sie sich gehört. Wie es weiterkriegt, du kotzt.
So erstmal, ja? Ihr spart und spart und spart. Ja, natürlich, um unseren Kindern was zu leisten. Ja, darf ich dich mal auslachen? Alter Schwede, dann wird's noch übler, denn Sabine hat natürlich noch ihre Lieblingsbeleidigungen ausgepackt. Und spätestens jetzt ist sie für mich wirklich die offizielle Mama von Nadine the Brain Erdbeerkäse. Du bist einfach eine Drecksau. Du bist Mutter und willst großer Karrierestar werden, das kannst du knicken und sagen. Ja, natürlich kann ich das, ja. Pass mal auf, du Schlampe. Setz dich da wieder hin und mach einen Kopf dicht. Du, ich bleibe hier stehen, solange wie mir das passt. Aber auch Angelika hat natürlich ein bisschen ausgeteilt. Und man muss allerdings fairerweise sagen, sie hat mit vielen Punkten auch einfach recht. Etwas, das Sabine eher nicht so geschafft hat. Pass auf, deine Karriere kannst knicken, dein Kind kommt nicht in den Puschen und vor allen Dingen ist bei dir was WG und nicht Familie. Denn? Ich lass mir das von dir nicht versauen, du Dreckschlampe, ja? Ich mache weiter dahin, wie bisher. Okay, Sabine, aber man muss doch jetzt fairerweise sagen, ich glaube, es gibt in jeder Familie auf diesem Planeten Verbesserungspotenzial und bei dir ziemlich viel. Siehst du das selbst nicht auch so? Bei mir zu Hause ist alles richtig meine Tochter macht auch alles richtig. Alles richtig also, ja. Und deswegen stellt sie sich natürlich auch weiterhin der Konfrontation. Ach nee, sie beleidigt noch ein bisschen und läuft dann weg. Echt, lern leben, Mädchen, lern leben. Du bist 10 Jahre älter als ich und kannst nicht halt leben. Ey, halt die Fresse und f*** dich, Mann. Ja, lächerlich. Ein Erwachsenkind. Na gut, aber dann hat Sabine es ja immerhin überstanden und darf wieder zu sich nach Hause. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass sie ihre Tochter ganz liebevoll begrüßt. Aber naja, der Hund ist halt einfach wichtiger. Hallo. Hallo. Na? Komm mal, ja, du bist ja die Erste. Nee, komm mal hier. Und auch Angelika kommt nach Hause. Und das war dann sogar wirklich nochmal ganz schön. Und irgendwie ja ein versöhnliches Ende dieser Folge. Voll geil, da sehe ich wenigstens, dass meine Familie da ist, dass sie mich vermisst haben und dass sie wollen, dass ich ganz schnell nach Hause komme und reingehe. Ich habe euch so derbe vermisst. Tja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser wundervollen Folge. Ich hoffe, du hattest mindestens so viel Spaß wie ich, dann würde ich mich noch jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch nochmal ein Dankeschön an CyberGhostVPN, ohne die solche Videos wie das hier tatsächlich gar nicht möglich wären. Und du solltest deswegen jetzt auch nicht vergessen, dir den besonderen Rabatt von CyberGhost zu sichern, denn nur so bist du überall im Web geschützt und kommst auch an geblockten Content und das Ganze nur für 2,03 Euro im Monat, komplett ohne Risiko. Also klicke am besten jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Aber das musst du streng genommen jetzt doch sowieso wieder tun, denn sonst musst du Sabines erstes Album kaufen und komplett hören.